Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Wir sind zurück bei Endless Space 2, zurück bei unseren Rissgeborenen. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht. Und bevor wir weitermachen, möchte ich quasi eine Auswertung der letzten Staffel, wo es doch einige Kommentare, Hinweise und so gab, auf ein paar Sachen nochmal eingehen. Als erstes war die Frage, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie es zu diesen vielen Dust kommt, was wir hier pro Runde bekommen. Ihr seht es. Ein Teil kommt schon mal, das ist die erste Antwort, weil wir eine loyale Bevölkerung haben. Das heißt, wir haben, unsere Zustimmung ist ziemlich hoch und das bedeutet plus 15% Dust-Effekt auf das gesamte Imperium. Punkt 1. Punkt 2, glaube ich, wir haben ein bisschen überdurchschnittlich Planeten gefunden, wo es viel Dust gibt. Jetzt wartet mal, das war die falsche Ansicht. Ja, also... Ich war ja am Anfang ein bisschen traurig darüber, dass wir zu wenig Industrieplaneten haben, aber eben entsprechend relativ viele Dust-Planeten. Aber das ist vielleicht gar nicht so der entscheidende Punkt. Der vielleicht wichtigste Punkt sind die Rissgeborenen selbst. Man darf nie vergessen, dass jeder Rissgeborene plus 5 Dust produziert, zusätzlich zu dem, was der Planet auch noch hergibt. Und das ist schon nicht unwesentlich. Wenn wir mal hier reingehen, wir sehen, wir haben 20 Rissgeborene und das bedeutet also... mal eben 100 pro Runde quasi dadurch on top. Dann kommen sozusagen die Singularitäten hier noch drauf. Das ist jetzt schon der dritte Punkt, glaube ich. Oder der vierte, wie auch immer. Die Singularitäten, die dann auch nochmal plus 25% geben. Also das ist schon ordentlich. Und als letzten Punkt, warte mal, das hatte ich... Ne, wo habe ich das gesehen? Hier. Wir haben eine Assimilierungsmerkmal bekommen. Profitabler Abbau. Da bekommen wir nochmal 40 Dust pro strategische Ressource im System. Auch das ist ziemlich viel. Das haben wir bekommen durch die Amblüher. Ja, also ich denke, diese ganzen Komponenten bringen das zu diesem Ergebnis. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr habt mich darauf hingewiesen, zu Recht, dass ich die Schlachtkarten, die Kampftaktiken auch verändern kann. Das sollte ich unbedingt mal tun. Also dieses Überleben-Ding brauche ich nicht. Ja, ich denke mal, wir machen mal das Speerfeuer. Ich weiß nicht, ob das ist vermutlich besonders gut, wenn viele feindliche, kleinere Schiffe da sind, stelle ich mir zumindest vor von der Taktik her. Aber ist auf jeden Fall besser als das andere. Naja, gut, verändern wir das mal. So, dann habe ich tatsächlich übersehen, diese Option Frieden erzwingen. Auch darauf habt ihr mich natürlich hingewiesen. Again. Lesser mortals would tell you get lost. Ja, das würde ich gerne machen. No lesser being. Nämlich bei beiden Fraktionen, die wir schon kennen, da kann er offenbar nichts gegen tun. Horatio acknowledges your decision and looks for the hidden dagger within it. Dieser Frieden ist eine mutige Entscheidung, würde ich behaupten. Die Zeit wird zeigen, ob es auch eine zweckmäßige Lösung war. Ja, und unsere Beziehung ist dadurch herzlich geworden. Was bedeutet das eigentlich jetzt? Schauen wir uns das mal an. So, wir können jetzt Handel treiben und weitere diplomatische Optionen stehen uns zur Verfügung. Frieden, erzwungener Frieden... Ja, offene Grenzen sind nach wie vor da. Okay. Handelsabkommen. Gut, dazu brauchen wir aber überhaupt erstmal eine Handelskompanie, die wir nicht haben. Also ich vermute mal, dass der Handel, wenn wir ihn dann betreiben wollen, dass der dann einfacher geht. Also dass er leichter zustimmt. Beim letzten Mal funktionierte das noch gar nicht. Im Moment habe ich da keinen Bedarf, aber ich denke, wir werden dasselbe... hier auch machen. Obwohl, vielleicht sind sie auch so dabei. Sie sind doch Pazifisten, ne? The unfallen greet you again. Nee, sie sind nicht so einfach dabei. Kann man ihnen vielleicht noch mit Rotsang entgegenkommen? Ich will nämlich gar nichts so zwanghaft hier machen. Ich würde tatsächlich ein bisschen was investieren, aber nee, da sind sie nicht dabei. Dann erzwingen wir es eben. The heart beats with caution when dealing with you. And this is the sort of reason why. Dem Frieden verweigern wir uns nie, selbst wenn er uns aufgezwungen wird. Wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Ja, ich bin gespannt. Vermutlich so lange, bis unsere Pazifisten abgewählt werden, denn das ist ihre Fähigkeit, ihr Gesetz, dass wir das durchziehen können.
Okay, das wären erstmal die Dinge. Ansonsten glaube ich, ich hatte, glaube ich, hier irgendein System, wo ich noch was umplatzieren wollte. Nee, das war das nicht. War es hier vielleicht in Primus? Ja, den ziehen wir mal hier rüber. Okay, ansonsten ist, glaube ich, alles soweit in Ordnung. Wir können unseren Zug beenden. So, was haben wir denn hier? Also, wir haben in Vyrak die Bevölkerung hinzugewonnen. Da müssen wir mal reingehen. Was ich nicht genau weiß, wie. Oh, schaut mal, das Ding ist komplett voll jetzt. Dementsprechend die Zufriedenheit, obwohl das geht sogar noch. Ich bin sozusagen, haben wir hier, ja, hier müssten wir mal bald eine Stufe 2 System als nächstes. Das müssen wir uns mal merken in Vyrak, weil wenn wir das können, dann können wir auch Leute hier wegschicken, können wir quasi Migration forcieren. Aber wir haben hier auch, oh ja, wisst ihr was? Wir müssen unbedingt hier kolonisieren, dann haben wir das Problem sowieso gelöst, obwohl es sind auch nur 2 Slots hier. Naja, aber das ist auf jeden Fall das nächste, was wir hier machen werden. Weil der Planet ist auch toll, was das so. Also der ist richtig gut hier, Vyrak 2. Also das ist ganz praktisch. So, noch können wir hier niemanden wegschicken. Also das nächste Mal hier die Aufwertung auf Stufe 2. Dann haben wir nämlich dort einen Raumhafen. Okay, was wurde gebaut in Vyrak? Genau, das interplanetare Transportnetzwerk, was nochmal die Produktion erhöht. Und wir haben Preissteigerungen. Eine unerwartete galaktische Inflation zu einer marktweiten Preissteigerung geführt. Ja, es gibt ja sowieso eine ganz beträchtliche Inflation, habe ich gesehen. Schaut mal. Die Inflation ist schon mal auf 1,44. Das heißt, alle Basiskosten erhöhen sich dementsprechend. Das skaliert mit der Gesamtmenge des Dustes, der produziert wird in der Galaxis. Und ich denke, unser Anteil ist da nicht unwesentlich daran, an dieser Inflation. So. Irgendwo haben wir Flotten, die sich bewegen. Ich glaube, hier oben. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Genau. Das ist unser Erkunder, der hier. Ah, schaut mal. Das ist nur ein Außenstrang hier zu den Piraten. Wir können aber, so wie es aussieht, hier eine Anomalie erkunden. Aber erstmal schauen wir uns die Planeten an. Wobei das jetzt für uns kein großes Thema ist. Seerte 2. Mit einer Duster drauf, Seerte 3, riesiger Gasplanet mit ganz viel Forschung. Ja, aber hier sind ja die Piraten. Wir werden hier nur das nutzen, um diese Kuriosität vielleicht zu erforschen. So, eine Expedition haben wir hingeschickt und wir erfahren, dass dort Adamant ist oder Adamantian. Und wir bekommen auch gleich plus 5 dadurch nochmal. Sehr schön. So, aber ansonsten. Fliegen wir dann hier wieder weg, folgen diesen Hyperraumrouten. Denn da geht die Bewegung doch deutlich schneller vonstatten. So, mehr haben wir erstmal nicht zu tun. Achso, was ist hier mit unseren Sonden? Die haben wir hier wild durch die Gegend geschickt, damit sie Dinge erkunden. Hier unten sind keine Sonden mehr aktiv. Nee, alles klar. Unser anderes Forschungsschiff ist im Bundus stationiert. Einfach, weil wir nochmal die nächste Forschung abwarten. Dunsthammer. Dann können wir nämlich die nächste Stufe von Anomalien erforschen. Und hier sehe ich gerade. Oh, schaut mal. Horatio hat 2 Schiffe entsandt, um die Piraten hier anzugreifen, so wie es aussieht. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Bin mal gespannt, ob er da Erfolg hat. Dann rückt er natürlich näher an uns heran. So, und E ist auf Stufe 6 gekommen, sodass wir ihm eine neue Fertigkeit zuweisen. Und ich spekuliere hier mit ein bisschen auf, ja, diese Geschichte hier. Bin mir nicht ganz sicher, was das genau heißt. Das heißt, wir würden, wenn wir Ressourcen in dem System abbauen, plus 0,5 der Ressource mehr bekommen. Das muss ich mir mal angucken, wie das eigentlich in dem
in Polaris aussieht. Achso, das sehe ich auch hier. Oh ja, das sind einige Ressourcen. Das würde sich richtig lohnen. Schaut mal, hier haben wir so viele, unglaublich viele strategische Ressourcen. Das ist, glaube ich, die perfekte Sache für ihn. Ja, das machen wir sehr gut. Ich bin gespannt, ob das dann auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt müssten wir da eigentlich 0,5 Werte produzieren. Gehen wir mal dahin. Ja, tatsächlich. Oh, sehr gut. Hervorragend. Oh Mann. Gut, das erfreut mich. Ansonsten sehen wir hier, die Singularität in Polaris ist beendet. Das heißt, wir müssen irgendwo mal schnell eine bauen. Am besten direkt in Polaris. Oh, und hier ist was Wichtiges passiert. Wir haben das Gewölbe der Staatskunst erbaut. Diese automatisierte Lehranstalt wurde wahrscheinlich von den physischen Endless errichtet, um Superverteidiger zu erschaffen, die Angriffe der Virtuellen zurückschlagen sollten. Das Gewölbe der Staatskunst hilft Gouverneuren, ihre Erfahrung schneller zu integrieren. Helden berichten, dass die beschleunigten Lernprozesse sich wie eine Achterbahnfahrt unter Einfluss von pharmazeutischen Aufputschmitteln anfühlen. Das ist wirklich nichts für Normalsterbliche. Und, wir sehen das Bild da. Das ist ein schönes Bild. Können wir uns das nochmal angucken? Ja, hier wahrscheinlich. Nur sehr klein. Ne, hier. Das ist irgendwie in so einem Felsen. So ein Gebäude, das so schräg hochgeht, auf dem man landen kann mit Schiffen. Das sieht ganz cool aus. Okay, auf jeden Fall führt das dazu, dass E hier noch schneller aufsteigen wird, was sehr schön ist. So, wir werden hier mal ganz schnell eine weitere komprimierte Singularität raushauen und dann noch was ganz Schönes dann in der nächsten Runde hier bauen oder was ganz Besonderes. Das habe ich mir schon ausgeguckt. So, was wurde noch gebaut? Einfach so Interesse halber. Primus, Maschinenverkörperung und in Pictor auch. Pictor sind wir gerade, beginnen wir die Kolonisierung, beziehungsweise ist, glaube ich, der zweite, der dort ist. Und hier starten wir die Eiskolonisierung. Das ist auch wichtig in Primus. Okay, brauchen wir uns nicht groß angucken. Und wir haben noch Schiffe hier oben, die weiterfliegen wollen. Wir treffen auf ein Forschungsschiff, der umgefallen ist. Ist das eins? Ich kann die immer nicht so richtig unterscheiden. Nee, das sind zwei Angriffsschiffe, zwei kleine, die hier unterwegs sind. Okay. Naja, gut, dass wir im Frieden sind. Ist ja alles bestens. Und hier wissen wir immer noch nicht, wer das ist. Das finde ich auch bemerkenswert. Okay, ich meinte, wir könnten ein Forschungsschiff dorthin schicken. Von Bundus aus, wir warten ja noch drei Runden. Wie lange braucht es denn? Nehmen wir mal an, wenn wir hier hinfliegen würden. Fünf Runden, dann natürlich auch noch fünf Runden zurück. Oh, verdammt, jetzt habe ich es schon losgeschickt. Okay, alles klar, damit hat sich die Entscheidung auch schon wieder erledigt. Das war jetzt ein bisschen doof. Wir können leider, wenn wir auf so einer Route sind, können wir nicht umkehren. Man kann das auch nicht abbrechen oder so. Ja, schaut mal. So sieht es dann aus. Naja, gut, dann sind wir erst in neun Runden zurück. Ist dann eben so. Okay, zu beenden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Option gibt, dass man sich, bevor man losfliegt, die Sachen anschaut. So, die nächste, also die Reichweite anschaut, oder die Reisedauer, besser gesagt. Die nächste Singularität ist da und natürlich wird sie hier platziert. Polaris. Ich habe zwar immer so von Bushir geschwärmt, aber am Ende ist Polaris durch diese hohe Bevölkerung extrem toll. Wo gab es hier nochmal die Übersicht? Hier, schaut euch das mal an. Ich habe das mal sortiert hier nach Produktion Polaris. Also 500. Als nächstes kommt Primus und Bushir. Achso, hat im Moment gar keine, weil wir immer noch die künstlichen Krieger herstellen. Ich glaube, das können wir jetzt auch mal lassen. Da gehen wir direkt mal rein und dann gucken mal, wie gut Bushir jetzt eigentlich hier ist. Wir werden, glaube ich, ich würde gern Bushir 2 kolonisieren. Das nehmen wir raus, weil hier... ich habe die Technologie noch nicht. Dann macht das keinen Sinn. Das dauert auch noch ein Weilchen, glaube ich. Dann werden wir interplanetares Transportnetzwerk... Nee, das macht nur Sinn, wenn wir das... Dann werde ich noch... Maschinen bauen oder eine Drohne, kostet nur eine Runde und nochmal eine Maschine reinhauen. Hier ist das ja wunderbar mit der Produktion. So, wie viel produzieren wir denn hier? 169, seht ihr?
Selbst mit der Singularität kommen wir da nicht mal ansatzweise ran. Ja, das ist einfach die Größe der Kolonie, ne? Also Bushir ist ja allein durch uns aufgebaut, während hier in diesen beiden, schaut mal, jeweils 10 sind dort schon, so wie in Polaris, da haben wir einfach die Nebenfraktionen, die sehr, sehr stark wachsen. Während hier wird nicht viel wachsen, weil da kaum Nahrung vorhanden ist. Warum kommt dann immer nicht die richtige Anzahl hier? Gar keine Nahrung. Das heißt, hier können wirklich nur, fast nur wir leben. Okay, so, was haben wir noch? Was haben wir noch? Polaris haben wir erledigt. Vyrak. Das gucken wir uns jetzt an. Wir haben jetzt hier in Vyrak, wo ist das auch nochmal? Hier, genau, da haben wir alles kolonisiert. Und jetzt machen wir, glaube ich, als nächstes... warte mal, wie haben wir die Zufriedenheit? Ist hier nicht so toll. Wir könnten noch ein bisschen umdisponieren. Die mögen gern auf sterilen Planeten sein. Ah, dann würde ich sie eigentlich gern hier lassen. Aber hier drüben können wir was tun. Was ist denn hier eigentlich so los auf Vyrak 2? Sehr viel Industrie, das ist doch hervorragend. Dann bringen wir unsere Rissgeburten. Ah, kann man die nicht einzeln bringen? Wobei, eigentlich ganz gut hier. Zufriedenheit ist ein bisschen höher. Und die Produktivität hat sich natürlich jetzt deutlich erhöht. Durch diese Veränderung. Die DAS-Produktion auch nochmal. Das ist okay. So, was ich jetzt machen wollte, ich wollte, glaube ich, jetzt Magnetfeldgeneratoren bauen. Weil hier sind 2 Anomalien. Das bringt uns dann auch mal ordentlich Forschung. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann werden wir mal unbegrenzte Supermärkte machen, einfach um die Zustimmung hier zu erhöhen. Die ist so ein bisschen nicht ganz so toll, wie wir das gewohnt sind. Alles klar. Soweit zu Vyrak. In Bundus müssen wir das tun. Bundus. Kurz mal gucken, wo wir uns hier befinden. Hier. Alles klar. So. In Bundus, da haben wir genug Platz zum Expandieren, muss man erstmal sagen. Aber auch hier... ja, hier könnten tatsächlich sogar andere Spezies mal migrieren. Hier ist ein bisschen Nahrung vorhanden, das ist okay. Aber in Bundus werde ich mal das Transportnetzwerk machen, weil wir hier... na, wir haben eine strategische Ressource. Das andere sind Luxusressourcen, aber das bringt natürlich auch viel. Warte mal. Vielleicht... wechseln wir da auch rüber? Oder im Zweifel bauen wir erstmal eine Maschine und dann lohnt sich das dann auch. Dann das interplanetare Transportnetzwerk. Okay, die Entscheidung haben wir auch getroffen. Und dann haben wir in Primus die Eiskolonisierung abgeschlossen. Hier oben. Primus 4. Primus 4 soll uns jetzt unglaublich viel Forschung bringen. Okay. Das können wir jetzt noch unterstützen mit dem Magnetfeldgenerator, weil hier sind viele Anomalien. Und wir haben ja auch schon einige. Das passt ganz gut. Das machen wir. Und dann, denke ich, bauen wir noch 2 Maschinenverkörperungen hinterher. Jawohl. Soweit dazu. Dann haben wir die Bauaufträge abgearbeitet, erstmal für die nächste Zeit. Und wir gucken mal hier zu, was wir hier entdecken. Oh, wir haben einen neuen Planeten gescannt. Planet Sahar. Das hatten wir doch schon mal, oder? Ein normaler Wüstenplanet, auf dessen Oberfläche es nur die einfachsten Lebensformen gibt, ist eine Oberfläche durchzogen von geometrischen Mustern, die durchaus interessant scheinen. Erste Scans zeigen, dass die Oberflächenruinen offenbar nichts mit diesen Mustern zu tun haben. Da steckt eindeutig eine Zivilisation dahinter, aber es ist nichts mehr übrig, was man von Orbit aus analysieren könnte. Nur Ausgrabungen und Erkundungen können aufdecken, was dort einst vielleicht einmal war. Hier, oh, hier ist ja schon viel los. Wer ist denn hier unterwegs? Das sind wir und das sind Piraten. Na, gucken wir uns das System an. Sahar, ein einzigartiger Planet. Ne, das hatten wir dann doch nicht. Okay. Oyera 3. Gut, aber der Planet ist ja nun wirklich interessant.
Ein feindlicher Außenposten ist da. Sehe ich gerade. Da ist Horatio schon dabei zu kolonisieren. Okay. Was ist denn so besonders an dem? Aber der Außenposten macht Verluste, sehe ich gerade. Weil wir hier... ich glaube, weil wir hier diesen abriegeln, kann es sein? Die Piraten und wir? Ich bin mir da nicht ganz über diese Systematik im Klaren. Kann man sich das irgendwie anzeigen lassen? Nee. Na gut. Okay. Sehr interessant. Wir fliegen trotzdem weiter. Und die Frage ist, in welche Richtung fliegen wir weiter? Unsere ganzen Sonden haben erstmal hier nichts Neues ergeben. Wir könnten von hier eigentlich auch mal wieder ein paar Sonden starten. Ja, lass das mal machen. Wir haben ja drei Sonden dabei. Das sollten wir unbedingt machen. Da können wir ja sowieso lang fliegen. Deswegen schicke ich mal... Obwohl, wir sind hier im Außenbereich, ne? Lohnt sich das überhaupt, da Sonden zu schicken? Ich schicke mal eine. Eine hier hin und die anderen beiden in die Richtung. Gut, und dann fliegen wir hier weiter. Okay. Das aber dann erst in der nächsten Runde. Ja, und was sehen wir... Achso, das hatten wir, glaube ich, schon mal erfahren von diesem Ding. Das war eine andere Geschichte. Okay, Leute. Das ist der Stand der Dinge. Also hier hinten tut sich was. Wir haben übrigens hier... Ich weiß noch gar nicht, was machen wir hier mit diesen diplomatischen Beziehungen mit den Kalgoros? Wollen wir uns hier engagieren? Fernab unserer Region eigentlich? Das könnte natürlich zu Ärger führen dort mit den Nachbarn. Wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.